Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Nightmare Invasion. Wir machen hoffentlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, machen wir. Es ist jetzt ganz kurz nach der Yu-Gi-Oh!-Aufnahme, wo ich angefangen habe, längere Parts zu machen. Deswegen wird das hier auch vielleicht ein 20-Minuten-Part so ungefähr. Wir sind letztes Mal von einem Alakazam. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Sala oder Kadabra war im Deutschen. Ich glaube, es sind die Simsalas, genau. Und ja, jetzt sind wir in Ginkgo und müssen mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ich bin jetzt insgesamt ein bisschen lauter, das ist sehr schön. Und ich weiß nicht, die mit Blut verschmierte Tür sieht für mich schöner aus. Au, lautes Geräusch. Die andere Tür wäre verschlossen gewesen. Er denkt sich jetzt erstmal so, da, fuck, Bros. Die machen Menschenexperimente, das ist überhaupt nicht schön. Hi, au. Das Kackkind hat uns mit üblichen Teleportationsmoves aus dem Fenster geschubst. Und wir haben einen guten Haufen Schaden und wir leben irgendwie noch. Piep! Danke. Immerhin kann ich mich noch bewegen. Ich sollte eigentlich nicht mehr leben. Ich brauche einen Moment Ruhe und dann werde ich diese Beeper, was auch immer diese biebenden, teleportenden Aliens sein sollen, so hart in den Hintern treten, dass sie danach heulend auf dem Boden liegen. Aber wie er selbst gesagt hat, wir brauchen erstmal einen Moment Ruhe. Und deswegen wandern wir. Wir haben jetzt Stärke als VM. Stärke ist super, super, super cool. Das bedeutet nämlich, dass wir, ja wir, du, ich, der Typ da drüben und auch Clyde von Clydescope, den Namen musste ich jetzt hier einfach mal einfügen als seine kleine Dankesaussage mal am Rande. Es ist der nette Mann, der mich immer mal wieder auf kleine Fehler, die ich bei YouTube mache, wie 10-Minuten-Videos, aufmerksam macht und mich an sich so ein bisschen unterstützt. Mit dem auch zukünftig sogar ein paar Sachen, glaube ich, geplant sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Deswegen, freut euch auf ihn. Er ist super. Er wird den Flow der Videos eindeutig verbessern. Ah, es tut so gut, ich zu sein. Ach genau, das war ja dieser Ort. Wir können Steine verschieben, weil wir jetzt das VM Stärke haben. Das bedeutet, wir sind jetzt ganz stark. Das heißt, wir können jetzt auch hier rein und das ist das komplizierteste Schieberätsel, das ich je gesehen habe. Ich bin ja ein bisschen kaputt, was Schieberätsel angeht insgesamt. Hier müssen wir zwar momentan nicht sein, aber ich weiß, dass es hier einen Trank gibt und den will ich mir holen und ich möchte bitte nicht von dir geschlagen werden. Deswegen, wir gehen in deine Sitzreihe und schießen. Das ist hier der einfachste Weg. Wir sind auf dem allerbesten Weg zum ersten Endboss, der tatsächlich der erste mögliche Endboss im Spiel ist, ein Bonus-Endboss, den wir gar nicht machen müssten. Und hier ist ein Trank, wo es da hinten rausgeht, zeige ich noch nicht, weil das noch sehr uninteressant für uns ist. Da kommen wir erst später auf einem Sidequest, dem einzigen wirklichen Sidequest im Spiel, zumindest dem einzig großen. Ich habe gerade Stimmen gehört. Das hat sich angehört wie ein Frosche. Ich habe drüber geredet, ich Idiot. Tut mir leid, ich wollte es nicht. Es kann gut sein, dass man während dieser Aufnahme mein Handy vibrieren hört, weil ich es aus Versehen in meiner Hosentasche gesteckt habe. So, wir hatten uns ausgeruht und wir gehen jetzt hier runter. Und auch wieder hier ein sehr seltsam unkompliziertes Schieberätsel. Wo sollen wir jetzt letztendlich hin? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ich glaube, wir sollten hier unten rein. Aber wir können uns mal umgucken, weil in einem dieser Häuser gibt es etwas, das wir haben wollen. Ganz, ganz doll dringend. Zum Beispiel Nidorans. Jeder will ein Nidoran. Ich will ein Nidoran, du willst ein Nidoran. Ash will ein Nidoran, aber er kriegt das nie. Hatte Ash schon mal. Ash hatte im Anime kein Nidoran, aber es gab eine Folge mit Nidorans, wo sich Nidoran männlich und Nidoran weiblich irgendwie geliebt haben oder so ein Käse.
meine ich mich zu erinnern. Fragt mich nicht nach dem Pokémon-Anime, ich finde ihn schrecklich. Ich habe ihn als Kind gerne geguckt, so ist es nicht, aber wenn man ihn sich jetzt anguckt, ist er schrecklich. Er hat eine noch schlimmere gleiche Abfolge von Zeug, das passiert, als... Ja, das Witzige ist, es war gerade hier. Was zur Hölle war das? Sieht aus, als ob ich den großen Bruder der kleinen, seltsamen Reptilienkreaturen gefunden habe. Ich hoffe, dass ich ihn nicht wiedersehen muss. Da muss ich dich enttäuschen, den werden wir nämlich gleich legen. Flach legen. Dieses Spiel tut mir nicht gut. Es sieht so aus, als ob es das persönliche Tagebuch von Dr. Orm wäre. Möchtest du es lesen? Ja. Dezember, der 12. 1995. After 10 years at Ginkgo, also nach 10 Jahren, die ich bei Ginkgo gearbeitet habe, habe ich endlich alles, was ich brauche. Warte mal, den könnte ich auch anders vertonen. Ich sollte endlich dazu in der Lage sein, mein Ziel zu erreichen. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht, Ginkgo. Ich werde der Erste sein, der die Welt erschüttern wird mit Serum D. Ich glaube, es sollte ein D sein. Ich lese jetzt ab sofort nicht erstmal die Jahreszahlen mit. Es sind ein paar Infizierte, sag ich mal, Reptilien in meinem Keller. Die neue Spezies sollte menschengroß werden. Sie sollten innerhalb von einer Woche zur kompletten Größe auswachsen. Endlich! Endlich werden sie alle meinen Genie sehen. Der erste komplett entwickelte Lizard. Also, das erste komplett entwickelte Reptil. Mein erster Erfolg. Ich nenne ihn Nidoking. Eine Menge Dinge sind passiert, seit ich... Also, eine Menge sind passiert. Ich denke, ich habe gerade eben erst auf der Straße gesehen. Irgendwas auf der Straße gesehen, beziehungsweise jetzt kommen seltsame Geräusche von meinem Keller. Ich habe die Pflicht nachzuschauen, ob es meinen Kindern gut geht. Ich habe vergessen, ihn weiter zu vertonen. Habe ich? Ja, habe ich. Also, unsere Hauptfigur bekommt auf jeden Fall meine normale Stimme. Weil ich den am meisten sprechen muss für die... Ansonsten, ja gut, er liest das ja eigentlich vor, dann könnte ich natürlich so faul sein weiter. Und? Oh, scheiße. Du siehst stärker aus als die anderen, aber... du bist ja auch bestimmt die Anführer. Das klingt so, als ob du mir dabei zustimmen möchtest. Ich muss erledigen, was zu erledigen ist. Stirb! Nidoking! Nidoking. Für Nidoking habe ich meine Taktik in meinem kleinen Büchlein aufgeschrieben. Nidoking ist im Verhältnis langsamer, aber dann chargt er irgendwann, nachdem er kurz stehen geblieben ist. Das Beste ist es, ihn hier runter, hinter diesen Block zu lotsen. Nein, 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 nein. Böse, böse, böse. So fast ungefähr. So nur anders. Nein, 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 geh weg, geh weg. Such dir einen Job, Mann. Au. Mann, sind die Dickmann. Ach so, stimmt, hier ist die Lila Brühe ja komischerweise nicht schädlich. Er kann einmal kurz chargen, indem er sich einfach mal schneller bewegt. Und danach macht er halt sein großes, böses Ich-bin-fett-Gedöns. Das ist sehr angenehm. Das können wir gerne beibehalten. Das dann wiederum weniger. Ah, du hast Angst vor mir. Ich sehe das schon. Hust, hust. Drecksack. Sorry, ich werde gerade leise. Das sollte nicht passieren. Rede, 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 rede. Sorry. Dedede 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 dedede.
Von was ist das eigentlich ein Remix? Das ist irgendein Pokémon-Remix. Das klingt wie eine Mischung aus Poké-Center und noch irgendwas. Au. Dreck. Dreck, 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 Dreck. Oh Gott, da hätte er mich fast gehabt. Die beste Taktik ist halt wirklich, ihn da unten eigentlich hinterzubekommen, wenn man ihm da den meisten Schaden machen kann. Pfui. Sitz, Platz, aus, pfui. Stirb, Kartoffel. Es ist vollbracht. Okay. Okay. Merke. Lila giftiger Schleim auf dem Boden macht nur Schaden, solange kein riesiges Reptil in der Nähe ist. Habt ihr das gewusst? Nein, jetzt wisst ihr's. Also nochmal, warum ist er da eigentlich hingegangen? Ich hab das nicht so gesteuert, da bin ich mir relativ sicher. Egal. Ich kann den Dialog leider nicht überspringen und das ist meiner Meinung nach das größte Manko in dem Spiel. Man kann die Dialoge nicht beschleunigen irgendwie. Es gibt da einen ganz bestimmten Gegner und das wäre so der nächste Endboss, der mir da im Kopf ist, der so ein bisschen dreckig ist. Oh, das ist sehr freundlich. Wir haben aber eigentlich aus dem Haus schon alles. Wir brauchten nur den Genkursschlüssel. Alles andere ist uns hier relativ egal. Was, warum besiege ich dann oder versuche ich dann Nidoking zu besiegen? Ich besiege Nidoking. Ich habe Nidoking einmal besiegt, ich werde das nochmal hinbekommen. Mit super epischen Dodge-Skills. Die ich mir vom Nichtspielen von Counter-Strike angeeignet habe. Manchmal frage ich mich, ob sich hier eigentlich alle nur denken, warum rennen wir eigentlich nur wie bekiffte Eichhörnchen umeinander, aber... Das frage ich mich, weil ich Videospiele schon lange nicht mehr, da ich oft wie ein bekifftes Eichhörnchen durch die Gegend lande. Ich würde sagen, ja. Ja, das gefällt mir. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Warum hängt eigentlich an allen Gitterstäben Blut? Haben sich überall gewaltsam die Pokémon so lange ihre Köpfe gegen die Wände und Stahlträger gehauen, bis... Au. Bis au. Du bist tot. Du sollst nicht vorbei. Das war ein Draw. Sorry. Was mache ich jetzt? Ich mache jetzt einfach mal weiter. Es ist recht witzig, uns anzuschauen, oder? Dafür seid ihr hier, dafür seid ihr da. Warum ich keine Tränke benutze? Ich heb mir die Tränke alle für den nächsten Bosskampf aus. Und das ganz, 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 ganz dringend, weil der nächste Bosskampf ganz, 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 ganz böse ist. Dann kann ich ja wenigstens in der Zwischenzeit was anderes Interessantes erzählen. Das Spiel hat einen zweiten Teil. Zumindest die Demo-Version des zweiten Teils, die ich schon aufs 100%ige erkundet habe, da ich mich schon mal mit dem Entwickler selber in Kontakt gesetzt habe. Und ich muss sagen, das Spiel wird leider nicht fortgesetzt. Warum, weiß ich leider auch nicht genau. Der Entwickler hat auf jeden Fall seit Halloween 2014 nichts mehr auf Facebook auf seiner Seite zu dem Spiel gepostet. Was ich sehr tragisch finde eigentlich, weil die Anfänge vom zweiten Spiel sehr interessant waren. Da war irgendwas mit einem Schiffsunfall und dann waren alle Leute tot und dann waren auch wieder die Pokémon da. Man hat Sekten, man hat Inkognitus gehabt, man hat einen Hypno als Bossgegner. Es war super cool gemacht. Und was ist jetzt gerade mit dem Ding ab? Manchmal muss ich sagen, die Steuerung stört mich ab und an so ein bisschen mit dem Gamepad, aber sie ist trotzdem auf jeden Fall besser als mit dem Controller und das ist so ein bisschen nervig. So. Lass dir deine Zeit, Kumpel. Au. Ja, ja, ich bin tot. Ich bin definitiv tot. Aber es ist ja kein Walkthrough oder so. Ihr habt euch ausgesucht, euch was Längeres anzugucken. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass jemand das im wunderschönen Deutsch aufnimmt. Deutsch ist eine schöne Sprache, glaubt's mir. Man muss nur wissen, wie man sie einsetzt. Ich kann das leider auch nicht so gut. Es gibt wirklich Menschen, die deutsche Sprache sehr schön nutzen können. Und diesen Menschen sollte man nicht sagen, dass Deutsch eine scheiß Sprache ist.
Natürlich, Englisch ist auch eine wunderschöne Sprache, lass gesagt sein. Sogar Französisch finde ich schön, ja. Nur, ich bin halt zu blöd für andere Sprachen. Also für Englisch nicht, aber so allgemein gesehen. Oh, da hat er. Au! Warum hat er sich denn jetzt entschieden, auf einmal auf mich einzuprügeln? Ja, die Gegnerangriffsaktionen sind manchmal leider ein bisschen zufällig. Also, ja, das wird ein 20-Minuten-Part und nenn ihn Down of the Nidoking. Nein, werde ich nicht. Ich werde ihn irgendwas mit Nidoking aber nennen. Ja, du bist ganz, ganz böses Kackkind. Ich lasse jetzt einfach mal Leertaste gedrückt. Ich halte einfach mal Z gedrückt. Und nichts passiert. Nido King. Er ist der König der Nidos. Es ist extrem schwer in Pokémon Alpha Rubin, Alpha Saphir und Omega Rubin an ein Nido ranzukommen. Ich habe lange, lange hin und her tauschen müssen, bis ich ein weibliches Nidoran bekommen habe, aus dem ich damit Ditos neue Nidorans züchten kann. Ich habe mit GTS arbeiten müssen, tatsächlich. Ihr könnt es im Spiel nicht bekommen, ich habe mit GTS arbeiten müssen. Hab mir dann Nidorina getauscht und dann ist mir eingefallen, Nidorina haben ja keine Egg. Haben ja die Undiscovered Egg Group. Was so viel bedeutet, dass sie mit Ditto keine Babys machen können. Warum, weiß ich nicht. Warum Nido King mit Nidoran weiblich Kinder machen kann, aber nicht mit Nido Queen, das dürft ihr die Pokémon-Entwickler fragen. Ich spiele jetzt im Super-Safe-Modus. Kriegst mich nicht. Ja. Entschuldigung. Dieser Kommentationsskill. Ja. Ja, also, ja, doch, schon, ja. Oh Gott, die. Wer jetzt übrigens gerade nicht wusste, wovon ich geredet habe, in. Von wegen Undiscovered Egg Group und so weiter, keine Sorge, das ist nichts Wichtiges. Das sind die Dinge, die ihr wissen müsst, wenn ihr wissen wollt, warum Eneko mit Wailord Babys machen kann. No shit. Google it. Oh Gott, ich will nicht sterben, aber es ist auch gleich besiegt. Da, jetzt geht es down. Ist da, glaube ich, um die 50? Nee, 80? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich habe irgendwo mitgeschrieben gehabt, wie viele Punkte Leben sind. Was sagt's denn hier? Nidoking. Nein. Nidoking habe ich tatsächlich nicht mitgezählt. Ich muss aufpassen, ich darf nicht in den bösen, bösen Goop. So, was bekommen wir hier für lustige Scherze? Wir bekommen ein HP ab. Wir haben mehr Lebensenergie und das freut uns doch sehr. Wir haben hier unten sein kleines Labor und wir haben hier noch zwei Schränke. Und da ist einmal genetisches Gedöns über Reptilien und ich glaube sowas wie Logbücher über sein Experiment oder sowas. Ich habe es jetzt mir nicht durchgelesen, ich habe nur das Wort Experiments gelesen. Und da ist Nidoking down. Ich muss aufpassen, nicht, dass der rote Goop auch böse ist. Er kennt es nicht, das Blut, das Leute anfällt. Aber Leute, da wir jetzt gerade diesen erfolgreichen Erfolg gegen Nidoking hatten, speichere ich noch kurz, mache hier einen Cut und würde sagen, ich nehme gleich nachher morgen weiter auf. Bis dahin, Leute. Ciao.